What up? Ich bin's wieder, eure Oriana, und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In meinem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man Twists flechtet. In einer meiner vorherigen Videos habe ich euch bereits gezeigt, wie man Braids aka Rastas flechtet, und heute geht es um Twists, um die Flechtfrisur mit zwei Strähnen. Und in dem Video geht es um eine Variante. Es gibt noch mehrere Varianten, aber ich zeige euch eine Variante, einfach damit ihr besser versteht, worum es beim Twists flechten geht und worauf es ankommt. Und ich wäre nicht vollkommen bei einem Hair-Tutorial, wenn ich nicht meine gute alte Freundin dabei hätte, bei der ich die Twists flechte und euch anhand ihrer Haare zeige, wie ihr Twists ganz einfach nachflechten könnt. Sei es für euch, für eure Kinder, für eure Freunde. Also bleibt dran und viel Spaß beim Video. Es ist ganz wichtig, dass ihr die Haare in zwei gleich große Partien aufteilt. Man braucht nur zwei Strähnen. Und dann fangt ihr an, die rechte so zu drehen, in den Uhrzeigersinn. Also so drehen, genau. Also so, bis es ungefähr an der Kopfhaut eng ist. Und dann nehmt ihr die linke Strähne und dreht diese ebenfalls nach rechts. So, beide in die gleiche Richtung. Gut, dann haben wir hier schon mal eingewickelt zwei Strähnen im Uhrzeigersinn nach rechts. Und was wir als nächstes machen, ist, dass wir, weil gerade haben wir die mit Daumen und Zeigefinger links und rechts. Wir halten die Strähnen mit Zeigefinger und Daumen fest. Okay, und jetzt muss man natürlich die rechte nach links kriegen und die linke nach rechts. Und das macht man, indem man den Mittelfinger hier nimmt. Dann hat man Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger in der linken Hand. Und löst dann aber hier den Zeigefinger, damit man hier von links nach rechts die rechte Strähne halten kann. Zack. Um wechseln zu können. Weil wir nämlich jetzt die rechte Hand nehmen und die Strähne von links hier nehmen. Okay, haben wir einfach getauscht. Und was wir da machen, ist, dass wir dann wieder nach rechts drehen. Zack. Also noch einmal. Wir haben jetzt beide Strähnen hier, wechseln hier, dass wir den Zeigefinger frei haben. Mit dem Zeigefinger gehen wir unten lang und halten dann mit dem Daumen und Zeigefinger die rechte Strähne fest. Erst hatten wir hier links und dann die rechte und wechseln dann. Und nehmen hier die rechte Hand und halten die linke Strähne fest und drehen dabei aber. Dabei drehen wir. Machen wieder das Gleiche. Nehmen und drehen. Und beide nach rechts. Von links nach rechts. Dann halten wir die hier wieder fest und drehen. Frei, festhalten und drehen. Und drehen. Zeigefinger frei. Unten Daumen festhalten. Und die rechte Hand geht runter und nimmt von links nach rechts die Strähne und dreht. Drehen. Und dann wieder runter und drehen. Nehmen und drehen. Frei nehmen mit Zeigefinger und Daumen. Hier auch mit Zeigefinger und Daumen. Und während wir das nehmen, drehen. Wieder drehen. Drehen. Das muss man üben, weil das Drehen ist nicht immer so leicht. Vor allem sollte man nah am Scheidepunkt sein. Genau. Hier drehen. Und drehen. Genau. Und dann die nächste Strähne nehmen wir mal hier. Wichtig ist es, dass man immer in zwei gleichmäßige Strähnen aufteilt. Ihr könnt die dick machen, dünn machen, je nachdem, wie ihr möchtet. So. Und so ein Kamm ist immer sehr, sehr wichtig, weil man hier gut mit der Spitze die Haarpartien aufteilen kann. Das erleichtert so einiges. Okay. Ja, ob jetzt breit, lang, am besten viereckig, so gut es geht, zum Üben. Ich mache die Strähne jetzt mal einfach ein bisschen dicker. So, teile das dann hier in zwei gleichmäßige
Strähnen auf, ungefähr gleich dick. Und die anderen Haare versuche ich weit wegzuhalten, also schön weg, sonst kommen die dazwischen. Genau, und wie gesagt, rechte Mutzacker sind nach rechts drehen und gut den Zeigefinger und den Daumen dabei benutzen. Das kommt mit der Zeit, auch wenn das vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig ist, aber immer hier Zeigefinger und Daumen sehr aktiv benutzen. Dann halten wir das hier fest. Ich mache das immer mit Zeigefinger und Mittelfinger halte ich das fest, damit ich hier Daumen und Zeigefinger frei habe. Und drehe dann hier das so ein. Genau. Und halte das jetzt die linke Strähne mit Mittelfinger und Daumen fest, damit ich hier den Zeigefinger frei habe. Gehe unter die rechte Strähne, die ich schon eingedreht habe. Halte dann hier Zeigefinger und Daumen und hier auch mit dem Mittelfinger. Den habe ich hier auch am Daumen, damit ich in der Zeit die rechte Hand dann ganz frei habe, um hier rüber zu gehen und die Strähne zu nehmen. Und dann löse ich hier den Mittelfinger, damit er frei ist. Und dann drehe ich, zack, halte fest und nehme mit der rechten Hand. Mit der rechten Hand hole ich ab und drehe. Ich hole ab und drehe. Ich hole ab und drehe. Und mit der linken Hand drehe ich, halte fest und hole ebenfalls die Strähne. Drehen, drehen. Das ist eher eine leichte Variante, Twist zu machen, weil man hier dreht. In einem nächsten Video werde ich euch noch eine andere Variante zeigen. Aber hier ist ganz wichtig, dass man das Drehen lernt. Und immer nach rechts. Nach rechts, weil ihr auch angefangen habt, nach rechts zu drehen. Also wieder nach rechts. Rechts, rechts, rechts. Und so gut es geht, die Finger hier benutzen. Rechts, 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 rechts. So. Und hier, dir nun ganz einfach selbst Twists gemacht. Tada! So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch geholfen und nicht nur gefallen, sondern auch geholfen und dass ihr es ganz einfach nachflechten könnt. Und falls ihr noch Fragen, Anregungen oder sonstige Bemerkungen habt, dann schreibt diese gerne in die Kommentare. Und ich wiederhole nur noch einmal, bei diesem Video ging es wirklich darum, euch zu zeigen, wie man Twists flechtet. Natürlich kann man noch Varianten mit Kunsthaaren machen, mit Kunsthaaren von verschiedenen Farben. Und die Frage auch, wie teilt man den Kopf auf, also die Haare auf dem Kopf, damit es alles gleichmäßig aussieht, wie viele Kunsthaare kann man dazu nehmen und noch tausend andere Fragen. Schreibt diese ebenfalls gerne in die Kommentare, denn dann kann ich noch ein Video dazu drehen und euch noch weitere Dinge erklären. Also meine Lieben, lasst meinem Video gerne einen Daumen hoch da, teilt ihn mit euren Freundinnen oder Freunden und zeigt ihnen, wie einfach man Twists nachflechten kann. Und ja, wer mich noch nicht abonniert hat, kann das natürlich jetzt auch gerne tun. Und es werden noch weitere Hair-Tutorials, Videos folgen. Also stay tuned. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bis dann. Ciao.